Es gibt eine neue Marke in der Drogerie und wir werden schauen, was NAM Make-up wirklich drauf hat. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin äußerst freudig erregt, denn ich habe eine Nachricht bei Instagram bekommen von einer lieben Zuschauerin, dass sie etwas Neues im Rossmann Online-Shop gefunden hat. Und zwar eine komplett neue Beauty-Marke. Und sie hat mich gefragt: Maxim, kannst du das testen? Guess what? Selbstverständlich. Ich habe, glaube ich, fast jedes Produkt aus dieser kompletten neuen Beauty-Brand bestellt und wir werden heute schauen, was ist gut, was kann die Marke, woher kommt die Marke, wer ist diese Marke, gibt es da vielleicht das ein oder andere Schätzchen mit dabei und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich habe das Gefühl, die Kosmetikindustrie haben wir komplett einmal abgegrast, aber wenn etwas Neues kommt, dann bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Bevor es losgeht, hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und ihr einen wunderschönen Tag, beziehungsweise, ach ja, nee, ihr seht das ja am Freitag. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich drehe das Video gerade vor. Ich habe extrem Muskelkater, aber das ist nicht so schlimm. Wir starten einfach. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Produkte und ihr kennt mich. Ich möchte jedes Produkt mindestens einmal in die Kamera halten. Ich habe die Sachen im Rossmann Online-Shop gefunden. Preislich würde ich sagen, sind sie so bei L'Oreal, so 5 bis 13, 14 Euro, also affordable, aber das Packaging ist sehr, 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 sehr gut. Was einem sofort auffällt, ist, dass das Ganze eine polnische Marke ist. Es steht hier auch das meiste auf Polnisch drauf, made in EU, also Europa, und es wurde hergestellt in Polen. Muss ich dazu sagen, ist eine clevere Sache, denn Polen hat eine der besten Kosmetikindustrien in Europa. Fast schon gleich auf mit Italien, nur in der Produktion deutlich, deutlich günstiger als Italien und kann so natürlich die Preise auch gut unten halten. Und es war wirklich alles recht schlicht. Optisch erinnert mich das Ganze so ein bisschen an KKW Beauty, also der alten Beauty-Brand von Kim Kardashian. Finde ich schön. Ich mag diesen nudigen Touch. Es gibt alles. Es gibt Produkte aus jeder Kategorie. Primer, Foundations, Concealer, Lipglosse, Bronzer, Blushes. Alles. Let's go. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und als kleinen Dank dafür, dass ich die ganzen Produkte für euch teste, einen Daumen nach oben gebt. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Video ja wieder 3000 Daumen nach oben. Wir starten mit dem ersten Produkt und das geht so ein bisschen in die Skincare-Richtung. Das ist der Gold Luxury Primer. Sie haben auch, finde ich ganz gut, sie haben auf jedes Produkt nochmal eine deutsche Übersetzung mit draufgeklebt für den deutschen Markt. Der Gold Luxury Primer ist eine wahre Vitaminbombe natürlicher Nährstoffe für Ihre Haut. Glättet Falten, pflegt die Haut luxuriös und bereitet den Teint perfekt auf das Make-up vor. Der Primer zieht schnell ein, was das Auftragen einer Foundation erleichtert. Packaging gefällt mir gut, ist schlicht, ne? Also es ist jetzt hier nicht super, super High-End-Packaging, aber recht gut, ihr habt eine Pipette, die spitz zulaufend ist. Wir nehmen ein bisschen was raus. Ich kann keinen Duft wahrnehmen. Und wir tragen uns das einmal komplett auf. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Hyaluronsäure-Serum. Mag ich ganz gerne. Vielleicht habt ihr die Marke ja schon getestet. Vielleicht kennt ihr die Marke ja auch schon. Heißt ja nicht, dass die Marke neu ist, nur weil sie jetzt neu in Deutschland ist, ne? Vielleicht ist das schon eine der beliebtesten Marken in Polen in der Drogerie. Das weiß ich nicht. Aber wenn ihr dazu eine Erfahrung habt, schreibt sie bitte unbedingt in die Kommentare. Das hilft uns in der Community wirklich immer sehr. Okay, der ist wirklich extrem schnell eingezogen. Er ist auch so ein bisschen sticky geworden. Was es jetzt noch gab, ist das hier. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das ist ein Black Rose und Botox-like Under Eye Serum. Da steht jetzt keine deutsche Übersetzung drauf. Ich nehme mal nur einen kleinen Tropfen. Das ist sehr, sehr wässrig. Es riecht ein bisschen nach Rose und das tupfen wir uns mal ganz leicht hier unter die Augen und schauen mal, ob es irgendwas bringt. Also der Primer gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist so ein bisschen glowy geworden, liegt jetzt aber einfach an der Textur. Also da waren keine Schimmerpartikel mit drin, sondern das ist wirklich nur so ein Hauch an Feuchtigkeit und ein bisschen Klebrigkeit. Jetzt wird es ein bisschen spannender, denn wir haben, da war ich ein bisschen traurig, also die Shade Range ist, ich will nie sagen überschaubar, sie ist unterdurchschnittlich. Das kennen wir aber schon in der Drogerie, was das Ganze nicht rechtfertigt. Es gibt mehrere verschiedene Foundations in vier Farben und ich habe bei allen die falsche Farbe gekauft, weil man es online gar nicht erkennen konnte. Aber wir haben hier als erstes einen Primer. Das ist der Smooth and Blur Primer. Kommt in derselben Verpackung wie
die Foundations. Es gibt aber verschiedene Foundations. Wir haben einmal die Buildable Coverage Natural Matte Smart Flawless Foundation mit so einer glänzenden Kappe und die Dewy Foundation. Die Dewy Foundation ist leider noch ein bisschen heller, aber wir starten erstmal mit dem Primer. Kommt in einer Glasflasche, fühlt sich wirklich sehr, sehr schwer an und hat so eine milchige Textur. Wir probieren erstmal hier so ein bisschen was aufzutragen und du siehst sofort, dass der so eine leichte, ich will nicht sagen Deckkraft, aber durch diese leichte Farbe gleicht der natürlich schon mal so ein bisschen den Hautton aus. Das ist ähnlich wie mein liebster Primer von Neo Makeup, der ja auch, da wurde ich gefragt, weil der macht ja nur weiß. Nee, der macht nicht weiß, der gleicht die Farbe einmal so ein bisschen aus. Das ist wie, wenn du ein Bild malst, dann willst du auch eine sehr, sehr ebene Grundlage haben. Und der hat die Haut schon ganz gut gleichmäßig gemacht. Ne? Also so eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Gib mal gleich so ein bisschen hier unter die Augen. Fühlt sich sehr gut an. Also er ist auch sehr schnell eingezogen. Machen wir noch die andere Seite. Er ist so ein bisschen... Er sieht erst aus wie eine Sonnencreme, aber wenn du ihn gut eingeblendet hast, dann verschwindet das Ganze natürlich auch. Ich mag sowas ganz gerne. Ich liebe, neue Marken auszuprobieren, weil man dann einfach komplett unvoreingenommen ist. Ich habe, wie gesagt, von dieser Marke noch nie etwas gehört und habe mich total gefreut, als mir die Zuschauerin das geschickt hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich. Das ist wirklich, ich gucke schon immer regelmäßig auf die Websites und schaue, was es Neues gibt, aber es geht natürlich nicht immer, um alles zu sehen. Deswegen, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, hey Maxim, kannst du das für mich testen, dann schickt mir das sehr, sehr gerne. Primer ist eingezogen, hat den Tarn so ein bisschen gleichmäßiger gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen mit der Foundation. Das ist ein bisschen doof, weil die wirklich sehr, sehr hell ist. In beiden ist Vegan Kaviar mit drin. Es sind vegane Foundations, Illuminating Foundation und Buildable Coverage Foundation. Hier ist einmal Reisextrakt mit drin, Atlantikwasser, oh nein, schon wieder Brackwasser. Pflegender Reisextrakt, entscheiden Sie sich für gesunde, feuchtigkeitsspendende Haut. Wir machen einfach mal beide Foundations ins Gesicht, auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. Hier starten wir mit der Buildable Coverage Natural Matte Foundation, auch hier wieder ein Pumpkopf. Preislich okay, ne? Ich glaube 13,99 oder so war das Ganze. Und wir arbeiten das Ganze mal mit einem Pinsel ein. Ich probiere jetzt erstmal eine dünne Schicht zu haben, um den Teint einfach so ein bisschen auszugleichen. Das ist auch schon die dunklere, die ich habe. Ne? Also ich habe, ich weiß nicht, ich finde, wir müssen, ich hätte gerne ein System an Foundations, das es uns einfacher macht, die Foundation Shades zu erkennen, weil es super, super schwierig ist, auch Vergleiche zu ziehen. Vor allen Dingen auch bei neuen Marken, wenn die noch nicht so krasse Swatch-Bilder haben oder so. Ich meine, selbst Natasha Denona hat keine vernünftigen Swatch-Bilder hinbekommen. Also, wenn ich das auf die Entfernung mir anschaue, sieht es sehr, sehr ebenmäßig aus, so ein bisschen pudrig. Ganz nah gefällt es mir jetzt nicht so. Ich muss es mal mit einem Schwamm einarbeiten. Ah, okay, doch, geht, warte. Ich habe nichts gesagt. Dachte, dass sie sich an einigen Stellen zersetzt. Es kann natürlich sein, was eigentlich nicht sein sollte, dass sie sich vielleicht mit dem Primer nicht verträgt. Aber nein, nein, das nehme ich zurück. Also man muss sie mit einem Schwamm einarbeiten, dass sie wirklich ebenmäßig ist. Sie ist Tatsache wirklich recht matt. Also das ist, wie heißt sie? Ja doch, Natural Matt. Ja, das würde ich Tatsache unterschreiben. Also es ist jetzt nicht so das Produkt, wo ich sage, wow, super, super glowy. Ist recht mattierend, wie gesagt, das ist jetzt nur ein First Impression. Wenn es ein Produkt gibt hier bei den Produkten, wo er sagt, ey Maxim, kannst du das nochmal ein bisschen genauer für mich testen, das interessiert mich wirklich, dann mache ich das natürlich gerne. Ansonsten probiere ich den Content ja auch so ein bisschen aufzuteilen auf YouTube Shorts, auf TikTok, auf Instagram, dass ich überall so ein bisschen was habe. Sehr, sehr ebenmäßig, gefällt mir jetzt mit dem Schwamm eingeblendet sehr, sehr gut. Ganz natürlich, also es ist wirklich eine natürliche Deckkraft. Hier bin ich sehr gespannt. Da habe ich große, große Hoffnungen drin. Ich liebe Drogerie Foundations, muss ich wirklich sagen. Da habe ich die Farbe 02N. Das ist die zweithellste gewesen und ich dachte, die könnte passen. Sie ist deutlich, deutlich heller. Also wir werden gleich aussehen wie ein Gespenst, aber das passt ganz gut. Wir nehmen den Pinsel und starten einmal hier. Ich gehe jetzt auch erstmal wirklich in einer dünnen Schicht rüber, um zu schauen mit der Farbe, wobei es meistens dann ja immer geht. Wir haben ja auch noch einen Bronzer und einen Blush und so. Die ist ein bisschen geliger, die Foundation, also nicht so pastig, sondern eher ein bisschen flüssiger und viskoser. Natürlich deutlich, ja doch, man sieht schon, dass das ein Stückchen heller ist. Ich mache mal gleich mit dem Schwamm weiter, weil ich glaube, der Pinsel funktioniert damit nicht so gut. Also dieses Botox-like Under Eyes gefällt mir nicht, das zersetzt das da unter. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Skincare.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt unter die Foundation machen. Man sieht einen leichten Unterschied, wirklich nur einen leichten. Vielleicht, na, muss man auch dazu sagen, nach 5 Stunden sieht man dann auch wirklich, wie so eine Foundation aussehen soll. Sie ist schon deutlich leuchtender als die rechte. Jetzt aber nicht richtig nass, glänzend, glossy. Was ich persönlich ja eigentlich immer ganz gerne mag. Ist okay, würde ich jetzt sagen. Muss man, glaube ich, nochmal mit verschiedenen Produkten testen. Bei diesen First Impression Videos. Deswegen mache ich First Impression nicht so gerne wie Re-Reviews, ne? Aber das sehen wir dann in 3 Monaten nochmal, wenn ich die Produkte nochmal raushole und sie mir nochmal anschaue, wie sie performt haben. Einfach, weil man dann weiß, okay, gibt es vielleicht ein Produkt, mit dem das sehr, sehr gut funktioniert oder vielleicht auch nicht. Also da würde ich euch bitten, wirklich, wenn euch das interessiert, die Re-Review von NAM oder NAM, keine Ahnung, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, weil dann kriegt ihr die Benachrichtigung dafür. Ich bin ehrlich, bis jetzt bin ich noch nicht so schock. Wobei, es sieht, nein, 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 komm, lass mal die Kirche im Dorf, Maxim. Es sieht alles gut aus. Jetzt kommen wir zum Concealer und da bin ich sehr gespannt. Da habe ich große, große Hoffnung drin. Erinnert mich vom Packaging so ein bisschen an den Kosas Concealer, glaube ich. Sehr, sehr großes Packaging. Hat 6 Milliliter drin, selbstverständlich auch cruelty-free und vegan. Eine Kombination aus flexibler und leichter Formel, brillanter Deckkraft und natürlicher Pflege für die empfindliche Augenpartie. Okay, wir haben hier einmal die Farbe 03C und 02N. Ich bleibe jetzt mal hier bei der 03C. Füßchen ist sehr, sehr groß, so ein Tarte-Shape-Tape-Füßchen, würde ich sagen. Ja, deutlich zu hell. Aber wir lassen ihn einmal kurz hier drauf. Man kann mit diesen Concealern natürlich immer sehr stark highlighten. Bei mir ist das Problem, ich habe ja recht bläuliche Augenringe. Ne? Ich muss es einmal dazu sagen, ne? Weil ich immer Kommentare kriege, hey, du hast ja gar keine Augenringe. Freunde, ich starte das Video schon mit Color Corrector drauf. Das ist keine Zauberkraft. Die sind immer noch da. Okay, wir blenden ihn einmal aus. Und das Problem ist, wenn der Concealer so, so hell ist, dann schauen die Augenringe natürlich dann immer so ein bisschen gräulich durch. Aber der Kraft ist gar nicht schlecht. Wenn der, ne, muss man auch dazu sagen, wenn die Farbe die richtige wäre, dann würde die Deckkraft natürlich auch noch ein bisschen besser aussehen. Mal die Waschmaschine ist fertig. Es ist, seht ihr das? 6:51 Uhr. Okay, also ja. Deckkraft ist ganz gut. Wie gesagt, dieses Botox-like Serum, das löst sich hier so ein bisschen um die Augen auf. Ich brauche definitiv noch eine zweite Schicht. Ich will jetzt auch mal kurz was probieren. Einfach weil die Farbe jetzt zu hell ist. Wenn ich ein bisschen dunkleren Concealer runtergebe, das ist jetzt der Natasha Denona Concealer, der die Deckkraft gibt und besser passt und den dann mit dem Rest so ein bisschen mische. Dann sieht es besser aus. Seht ihr? Also dann scheint das nicht so grau durch. Ihr müsst beim Concealer wirklich entweder in den dunkleren drunter, um das Grau oder das Blau auszukanceln und dann zu hellen. Ansonsten scheint es halt so gräulich-bläulich durch. Ich glaube, den Unterschied sieht man ganz gut. Aber der hat eine recht spannende Textur. Also der ist ähnlich hier wie der von Rival Loves Me, der Skin Optimizer Under Eye Concealer. Den mag ich ja sehr gerne. Habe ich auch eine gute Farbabgabe. Der ist sehr, 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 sehr hell jetzt. Aber von der Textur her sehr cremig, sehr flüssig. Und man kann damit bestimmt auch gut so ein paar Highlights setzen, weil der halt nicht so matt runtertrocknet, wie ich finde. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz happy damit. Was sagt ihr? Habt ihr vielleicht schon eine Meinung dazu? Dann schreibt sie mir gerne einmal in die Kommentare. Es sieht sehr natürlich aus. Jetzt finde ich, sieht diese Seite der Foundation auch super, super frisch aus. Nicht so zugekleistert, sondern sehr natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass das für mich im Winter besser, deutlich besser funktioniert hätte als jetzt im Hochsommer. Aber diese Glowy-Seite gefällt mir gut. Mein liebster Teil, Setting Powder. Es gab extrem viele verschiedene Setting Powder. Wir haben einmal ein Brightening Under Eye Powder, ein Velvet Touch Under Eye Powder und ein Wonder Finish Loose Powder. Wir starten erstmal mit dem Brightening Under Eye Powder. Ist so eine kleine Verpackung, hat eine braune Kappe. Und wir geben mal so ein bisschen was hier in den Deckel. Riecht jetzt erstmal nach nicht. Sehr, 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 sehr weich. Geh noch einmal hier lang. Und jetzt starten. Wir gucken jetzt einfach mal. Ne? Also, das ist jetzt Try and Error. Ein bisschen ins Microfiber Multitool. Und dann unter die Augen. Ha? Seht ihr? Das ist jetzt das Problem. Aber dafür kann das Produkt jetzt nichts. Dadurch, dass mein Concealer zu hell war für mich, könnte das jetzt so ein bisschen farblich anders werden. Wir platzieren das mal direkt hier hin und gehen mit dem Rest hier einfach nochmal so ein bisschen um die Augen rum und lassen das mal ein paar Sekunden drauf.
Auf der anderen Seite nehmen wir den Velvet Touch Under Eye Powder. Arbeite das erst hier rein. Creases raus. Ja. Man sieht sofort den Unterschied. Das ist wirklich nur so ein mattierender Puder. Hier hast du wirklich so einen aufhellenden Puder. Ich weiß nicht, ob der in der Kamera so gut rauskommt, der Unterschied. Aber der macht das halt... Krass. Wenn ihr das jetzt anfassen könntet. Sehr, 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 sehr weich. Aber hat jetzt nicht so diese aufhellende Wirkung. Bin gespannt jetzt gleich, wenn ich das hier wegmache. Es ist sehr, sehr weich. Es hat alles gut fixiert. Man sieht schon, ich habe hier einen Pickel, also lasst euch davon nicht verunsichern. Man sieht einen Unterschied. Ja. Also die eine Seite hat wirklich aufgehellt, die andere Seite hat einfach nur so ein bisschen weich gezeichnet. Wir haben aber noch ein drittes Puder, Freunde. Also mein Gesicht wird heute gepudert bis zum Umfallen. Und zwar das Wonder Finish Puder. Du hast hier oben einmal einen Spiegel und eine Quaste mit drin. Und dann kannst du hier das Klebchen rausmachen. Treibt mich immer zu Weißglut, dieser Aufkleber. Aber das verstehe ich halt jetzt nicht so. Also ich kann ja jetzt nicht... So machen. Das riecht ein bisschen nach Rose. Ja, wartet mal. Ich muss es jetzt hier mal auf die Hand geben, damit das funktioniert. Es riecht ganz leicht nach Babypuder. Und es hat so einen leichten rosanen Touch. Wir nehmen jetzt die Quaste hier einmal. Und mattieren einfach mal die Stirn. Und ja, krass. Direkt mattiert. Es riecht sehr, sehr gut. Es riecht so ein bisschen wie so ein luxuriöses Puder. Es ist nicht so wie das Coty Erstband Powder, was einfach nur oil riecht, also alt riecht. Das riecht so ein bisschen frisch. Es macht das Ganze sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, nein, das ist immer so ein bisschen das Problem in der Kamera. Wenn ich jetzt hier, ist es sehr, sehr glowy und man sieht so ein bisschen Textur. Hier ist es wirklich, wirklich gut mattiert. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir, glaube ich, bis jetzt am besten. Packaging ist ein bisschen unpraktisch, um es zu benutzen, weil du musst es dir halt irgendwo hinkippen. Oh, es riecht fantastisch. Ich kenne den Duft, aber ich weiß nicht woher. Fällt mir mit der Glowy Foundation noch ein Stückchen besser. Weil die andere war schon sehr pudrig. Ja, also das Puder top und unter den Augen das Brightening Puder, würde ich sagen. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir gehen jetzt mal kurz so ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Ich mache mal schnell meine Augenbrauen und dann haben wir noch etwas... Was ich nicht ganz verstanden habe, ich glaube, es gibt ein Konzept von denen, dass du dir deine eigenen Paletten erstellen kannst. Das habe ich jetzt aber nicht gefunden. Vielleicht war ich einfach nur nicht gründlich genug bei der Recherche. Weil der Bronzer beispielsweise oder das Contouring Puder in einer Verpackung kommt, die sehr einfach ist. Hier, neue Formel steht drauf. Contouring Press Powder Insert. Entweder man kann das... Naja, schaut mal. Also das ist halt, ne, so werden die Produkte produziert, wenn du sie shippst. Und du kannst sie dann in solche Verpackungen einfach reinmachen. Das passt jetzt hier natürlich nicht in den Blush. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Ich bin eh ein großer Freund von diesen Monos, wenn man dann sich so seine eigene Palette erstellen kann. Riecht nach nichts. Ist ein schöner, sehr, 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 sehr kühler Ton. Oh, der könnte toll aussehen. Und ich nehme jetzt mal einen fluffigen Pinsel. Gehe hier rein. Klopfe ein bisschen ab. Super intensiv pigmentiert, sehr, sehr gleichmäßig. Ich nehme weniger für die andere Seite und arbeite mir das hier nur ein. Also du kannst entweder so ein bisschen punktuell damit einen Schatten machen. Das ist eine grandiose Farbe, muss ich sagen. Hier so ein bisschen ins Augenlid mit rein. Wait a second. Ich nehme mal hier so einen fluffigen Pinsel und benutze das jetzt, um mein Auge zu konturieren. Schaut mal, wie... Also extrem pigmentiert und die perfekte Contouring-Farbe. Oh ja, okay, 10 von 10. Ich gehe hier gleich so ein bisschen an der Nase lang. Das Puder ist krass. Es ist wirklich, also ne, Packaging, da muss ich mal schauen, wo ich das reinmache. Oder ich lasse es hier einfach liegen. Ist dann halt zum Transportieren immer so ein bisschen doof. Aber es gibt eine sehr gleichmäßige Farbabgabe ab. Und es ist nicht zu kühl, also es ist nicht so grau. Es ist aber auch nicht zu warm. Also es ist, erinnert mich so ein bisschen an den Hatice X-Love Bronzer von der Farbe her. Und ich kann halt jetzt meine gesamte Foundation damit so ein bisschen anpassen. Und jetzt habe ich ein wunderschönes Ergebnis auf der Haut. Grandios. Ich glaube, wenn ich euch so ein Stückchen wegnehme, dann sieht das Ganze auch ein bisschen besser aus. Ich komme mal ein bisschen näher ans Licht. Sehr, sehr gleichmäßig. Die Foundation gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Ist krass, wie sich das ändern kann. Ne? So von, okay, bis... Mega, mit Puder und einem Bronzer macht das Ganze so viel besser. Also, der Bronzer definitiv, ich habe die Farbe NR03C Cold Nude. Das ist etwas Phänomenales.
Wir sind aber noch lange nicht fertig, Freunde. Wir haben noch einen Blush. Das ist die Farbe Wild Moment. Ein schönes, hottes Pink. Könnte jetzt viel sein. Wir probieren es mal aus. Einmal rein. Die sind halt sehr, sehr pigmentiert. Krass, ne? Das ist halt, das ist keine Blush-Qualität mehr, sondern das ist jetzt Bronzer-Qualität. Lidschattenqualität, so von der Pigmentierung her. Ich gehe jetzt nochmal hier ganz grob einmal überall rüber und muss sagen, die Puderprodukte. Aber na, das ist halt das Ding. Die polnischen Produktionen sind dafür bekannt, grandiose Puderformulierungen zu machen. Sehr, sehr gut gemacht. Ich fixiere mal mein Make-up fix. Haha. Lass das Ganze kurz so ein bisschen einziehen. Und bin wirklich glücklich gerade. Ach, da habe ich Freude dran, Freunde. Mein Sprüchen, ich werde schon richtig. Hab neulich habe ich bei Instagram habe ich erzählt, dass ich so ein richtiger, richtiger Vorstadt-Dad bin und ich so kurz davor bin, emotional Sandalen mit Socken zu tragen. Love it. Das ist meine neue Fantasy, meine neue Personality. Vorstadt-Dad. Grandios. Bronzer ist ein Gamechanger, absolut. Wir starten mal oder machen mal weiter mit den Lippen. Da gab es Lip Liner in unzähligen Farben. Ihr habt hier hinten wieder so einen kleinen Anspitzer mit dran. Und man kann den rausdrehen. Sehr, 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 sehr gut. Wie cremig der ist. Die Farbe 6 ist jetzt sehr, sehr hell. Ich würde den nicht als Lip Liner bezeichnen. So von der Textur her ist er ein Lippenstift. Weiß jetzt nicht, wie die Lippenstifte sind, wenn die noch cremiger sind, weil üblicherweise sind Lip Liner ja immer so ein bisschen fester, dass sie eine Kontur haben. Das ist jetzt so vom Feeling her ein Lippenstift. Ist halt nicht so meins. Aber Farbe war hübsch. Wir haben aber noch Liquid Lipsticks. Da habe ich zwei verschiedene Farben gekauft. Einmal die Farbe 8 Toffee und die Farbe Vanilla Queen. Ich glaube, man kann es erkennen. Packaging sehr, 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 sehr schön. Ne? Also für 6 Euro oder so. Super, super hochwertig. Das. Ich liebe den Duft. Sehr Bubblegum. Hat ein Füßchen wie der Natasha Denona Concealer mit so einem Reservoir mit drin. Also es ist eine sehr, sehr kühle Farbe. Mag ich ganz gerne. Es könnte sehr, sehr gut im Herbst sein. Toffee. Ich werde jetzt noch ein bisschen, solange er im Zentrum noch so ein bisschen feucht ist, die Vanilla Queen mit reinblenden. Einfach, dass es nicht ganz so leblos aussieht. Das ist bei kühlen Looks oft das Problem, dass man recht schnell so ein bisschen aussieht wie The Walking Zombie. Sehr gute Farbabgabe. Sehr, sehr schöne Farbe. Auch die Kombination aus beiden finde ich ganz schön. Also, es ist so ein bisschen. Es erinnert mich alles sehr, sehr stark an KKW Beauty und ich lieb's. KKW Beauty ist im Moment noch nicht zurück. Sehr, sehr gleichmäßig. Es fühlt sich so ein bisschen auf den Lippen an wie die Maybelline Superstay Inks. Wir lassen es einmal kurz durchtrocknen und haben noch einen Lipgloss. Auch der gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist der Latex Lipgloss. Soft Touch ist die Farbe. Mit spiegelndem Glaseffekt und einem feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Komplex. Keine klebrige Formel, keine Parabene und kein Verblassen der Farbe. Angenehm zu tragen. Auch hier Füßchen, Reservoirfüßchen. Fenty Beauty Dupe. Wahnsinnig schön. Dieser Glitzereffekt da drauf. Was sagt ihr? Wie gefällt es euch? Ich bin ehrlich. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Mittlerweile habe ich ja schon einige Jahre Erfahrung, was Marken angeht und meistens ist es nichts Innovatives, aber wenn ich mir die Texturen jetzt hier an der Haut oder das Finish auf der Haut anschaue, dann passt das alles sehr, sehr gut zusammen. Und das ist der Vorteil, wenn eine Marke wie NAM alle Produkte in derselben Produktion herstellt. Klar, die Foundations wird vielleicht in einer anderen Abteilung gemacht, aber die Puderprodukte sind alle aus demselben Bottich so ungefähr. Und dann passen die Formulierungen sehr, 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 sehr gut zusammen. Und das gefällt mir gut. Wir haben noch ein Produkt und das ist eine Mascara. Und da bin ich sehr gespannt, denn das ist die Up to the Sky Mascara. Es gab sehr, sehr viele Mascaren. Das Füßchen ist ultra, ultra dünn. Ist jetzt auch ein recht kleines Mäuschen hier. Wir haben, kann ich jetzt nicht sehen, wie viele Milliliter hier mit dran sind. Aber wir curlen einmal kurz die Lashes an. Sehr präzise das Füßchen. Die könnte so ein bisschen aussehen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert, wie die Telescopic Lift Mascara. Sehr definiert. Wenn ich von einer Seite schaue, dann seht ihr sie ganz gut. Oder nach unten. Macht nicht so klumpige Wimpern. Nimmt immer so, ich würde sagen, drei. Packt die zusammen und liftet sie dann hoch. Ich muss sagen, es tut mir wirklich leid. Ich würde euch gerne was anderes sagen. Aber dieses Olaplex Lash Serum, ihr kennt meine Wimpern, wie sie vorher aussahen, ne? Hat sich deutlich verbessert. Das sieht so aus, als wären da so ein paar Fasern mit drin. Mag ich sehr gerne, die Mascara.
Macht sehr, sehr einfache Wimpern, ne? Also nicht so klumpig, nicht so lang, nicht so schmierig. Freunde, das war der absolute Volltreffer. Wie schön sieht das Make-up bitte aus? Super, super natürlich. Sehr, sehr günstig für eine neue Marke in der Drogerie. Ist das super? Es fühlt sich toll an. Es fühlt sich nicht billig an. Das muss ich dazu sagen. Es fühlt sich alles sehr, sehr hochwertig und hochpreisig an. Und hat vor allen Dingen auch wirklich Spaß gemacht zu benutzen. Finish ist gut, Foundation, ne? Falsche Farbe, gut, dafür kann niemand was außer me. Mascara sieht schön aus. Foundation, Glowy Foundation sieht schön aus. Der Bronzer, absoluter Game Changer. Auch die Lippenprodukte. Selbst der Gloss hat gut funktioniert mit dem Liquid Lipstick. Richtig, richtig hübsch aus. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und ich kann wirklich sagen, das könnt ihr gut und gerne mal probieren. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze vielleicht irgendwann mal in den Laden kommt, weil ich glaube, dass solche Marken gutes Potenzial haben. Es ist nicht zu flashy, es ist nicht so laut, es ist so ein bisschen gediegen. Das muss ja auch nicht in jede Filiale, ne? Oder so ein kleiner Hotspot-Aufsteller wäre schon ganz nice. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich definitiv wieder benutzen. Ich bestelle mir nochmal die Foundations in den richtigen Farben, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen. Schreibt mir eure Meinung zu den Produkten von NAM, Namen, vielleicht wisst ihr es, in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch das schönste Wochenende überhaupt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Nächste Woche geht's los. Tschüss.